Zwei hoch? Ja. Eine 3. Ich würde mit den gleichen. Eine 5. Ein Laufen gut ist. Ja, das geht. Ja, klar. Dann würde ich versuchen, in die Mainphase zu gehen. Das in Ordnung, ja. Weil direkt mit der Tür ins Haus. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nach Black Metal Effekt zu suchen? Wahrscheinlich. Ich nehme auch Dollar. Ich muss recht behindert spielen. Mein Glück. Alle Monster müssen wir machen. Ja. Alle Karten. Und wenn du was in der Hand hättest, Million. Schmeißt du eine Hand, Brandon. Ja. Sehr oder nur halt? Mega. Der ist wie ein Magnus, ob du da Schiffe oder alles. Okay. Ich weiß so was. 6-4, ne? Ja. 6-6. Hat René so ja. Eine. Hat sich überlegen, aber ich muss. Dann Draw. Standby Mail. Ich würde mal Barrier of the Voiceless Voice aktivieren. Ich darf die in der neuen Chain nochmal aktivieren, um mir eine Voiceless Voice oder Skull Guardian Karte zu adden. Dann würde ich den Effekt aktivieren zum Adden. Irgendwas auf Resolution? Nee, das ist ja Omni negate, ne? Ja. Dann würde ich Normal Sum Low machen, Effekt, um eine Voiceless Continuous Spell Trap aus dem Deck aufs Feld offen zu legen. Ja. Der Skull Guardian aktiviert. Der ist ein Omni negate, solange ich Low kontrolliere. Einmal kurz hoch. Ja. Und der zerstört, oder? Der zerstört auch. Okay. Genau. Und Barrier sagt, solange ich Low und das Ritual kontrolliere, kannst du meine Lichtmonster nicht wählen. Nicht wählen. Ja. Ja. Und die sagt was? Ich kann ein Ritual-Spell vom Friedhof oder Hand ins Deck mischen, um Voiceless-Monster zu adden oder zu specialen, oder Karten von dir wählen zur Anzahl Ritual-Monster, die schießen und dann auch die Karte schießen. Und die Special sammelt sich immer wieder, ne? Die specialt sich aus dem Graveyard, wenn ich ein
ein Ritual Monster gespecialt wird. Okay. Dann würde ich Prey aktivieren, um eine Ritual Summon zu machen. Ja. Chainlink 1 Slow, 2 Skull Guardian. Was? Zum Adden von der Edit eine Voiceless Voice oder ein Ritual Monster Adden. Und sie würde sich specialen. Ja. Das ist ein Mudragon, ne? Ja. Nächste bitte selber. So ein Jugend ist das. Den hättest du? Ja. Hoppla. Okay, ich gehört Fotokado gegen Chimera. Dann machst du on Res? Ja. On Res würde ich Effekt aktivieren, weil du ein Ritual Monster das Feld verlassen hast durch einen Karteneffekt von dir, um Ritual Monster aus dem Deck zu specialen. Ja. Ungeachtet der Summoning Condition. Ich habe eine Ash und ein Melanie. Die ist nur, wenn du eine richtige Ritualbeschwörung machst, oder? Die Low. Genau, und die habe ich ja schon genutzt. Die wird schon benutzt. Ja. Okay. Dann Chainlink 2 Mudragon auf Light. Und ja. Chainlink 3 Mirror Jade. Kosten? Kosten. Ja. Wenn es nicht low. Ich weiß nicht, wie das mit dem Modifier funktioniert. Ja, weil dein Attack geht auf 0 gespürt. Ja. Mach das Spiegel schön drauf. Effekt? Ja. Dann würde ich sie reinmischen. Ja. Ja, der geht auf 0 und in der Schadenstufe geht er gerade dann auch so mehr. Also Monster musst du oder Spells auch. Genau, ein Virtual Monster oder ein Spell, genau. Okay. Summon Low? Yep. Jetzt hat er 4-1, ne? Der hat schon immer die 4-1, weil die noch in der zweiten Kopie im Friedhof war. Friedhof Oderfeld. Genau. Und der ist jetzt wieder ein Omni-Negate. Ja, und dein ist schon mal nett. Keine Handkarten, ne? Keine Handkarten. Ja. Ich kann nicht sprechen, sondern hier ist Branded Fusion? Main 2. Dann Giga Game ist das nicht. Du kannst dich in meiner eigenen Bubble locken. Ich muss nur kurz lesen, ob er eine Aktivierung negiert. Battleface? Das Game. Also. Okay. Kann der auch, weil ich hab den lange nicht mehr benutzt, kann der auch aus dem Gegner, aus dem Friedhof? Ja, ja, lol. Alright, dann gehe ich wieder. First. Jo, auf ein gutes Zeit ist. Ist größer als dein Monster. Ist riesig groß. Ausgelöst sein. Dann würde ich versuchen, an die Main Phase. Ja. Ja. Ich hab da Gegner hoch genug. Fotokado habe ich gehört gegen dich. Korrekt, kein Angriff, kein Selbstmord. Ja. Albion? Ja.
Ja. Ja. In deiner Zone? Ja. Ja. Rebellion 1. Ja. Rebellion 1 Kosten. Tragedy 2. Ja. Nee, damit holst du das Recht. Deine. Und was dann ist die Position? 1, 2, das war die dritte. Oder? Rest was? Ja, hab ich. Spiel 3 Stück. Ruhe, Tage, deinen Vanity-Skins. Effekt? Ja. Nochmal ganz kurz. Weil man kann ja mehrere Werte haben. Mein Ziel ist immer. Okay. Das wird Face abgelegt. Ja, sowieso. Ich dachte schon, Albion. Nee, also. Ja, natürlich. Und du gerade gegen Quentin. Das ist die Sache jetzt. Wenn da eine Werbeweise ist, Chain 1, Levi, Tag. Du weißt noch, was ist Chain 2, oder? Ja. Ausgenommen von dir, Levi schon. Ich bin das jetzt aufmachen, oder? Was ist mit dir? Hier, alles ist höher geführt hier. Unser Matschprojekt. Standby. Main. Ich würde nur Superpoli aktivieren. Ja. Die beiden. Für Mud Dragon. Ja. Und Rest in your leg. Ja. Ja, ja, klar. Ich würde das Brett spielen.
Ja. Zweiten? Du hast ja, du. Ich würde Barrier aktivieren. Dann kannst du sie den Law suchen. Die lässt mich eine Voiceless-Karte suchen. Aber ich würde die erstmal nur aktivieren ohne Effekt. Ist in Ordnung? Meryl Jade. Ich glaube, wo wir den gestalten. Ja, hätte auch nicht. Ich hätte nicht trotzdem meinen Kosten. Ja. Effekt zum Suchen? Ja. Suche ich mir Saphira? Auf die Hand? Ja. Was macht die? Die kann sich für Kosten abwerfen, dann sende ich den Ritual-Spell vom Deck auf den Friedhof und dann darf ich mir Leid Ritual-Monster, Drache oder Krieger adden. Adden, ja. Okay, das ist fine. Effekt Saphira. Ja. Achso, sorry, ich muss noch einen Ritual Spell dumpen, sorry. No. Irgendwas auf Resolution? Hat er 3-7 dann? Ja. Was 1? Ja. Ja. Der ist unaffected von Monstern, die aus dem Extra-Deck ist. Okay. In Death oder in Attack? In Death, in Death. Was suchst du für Karten? Er kriegt nur Attack, ne? Wir sind jetzt bei 3-7. Inherent Summon, indem ich einen Ritual-Spell und einen anderen Spell von Hand oder Friedhof zurückmische. Ja. Battleface? Aber Better Face. Tech? Ja, das ist der. Ich habe den Mainphase 2? Ja. Mainphase 2. So, ja. Nee. Ich tausche mich oder was? Nein, bei dem die Monster die Heilung auf dieser Seite haben. Das habe ich schon. Effekt Saphira. Für den Ritual Summon. Der Ritual Summon. Ja. Niederträchtig. Benefit. Nee, er will eine Dark Armor, die er
von den Karten gibt, die sich die Runde. Der Aldi nicht die Runde gelegt wurde. Und ja. Chain noch die Falle. Du kannst so einen pro beiden pro Spielzug machen. Dann würde ich an dich passen. Ja. Dann würde ich meine Falle managen. Du kannst immer nur pro Spielzug einen Effekt von der Falle aktivieren. Ach so, meinst du das? Okay, du kannst nicht beide pro Spielzug. Okay. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme selber nicht drauf. Ja. Udokan. Kalgonda. Weg mit der Scheiße. Jetzt in der Draw-Phase. Ja. Von mir Brandon Red. Ja. Standby. Was hat er von noch viel Effekt? Wenn du eine Karte oder einen Effekt aktivierst, kann ich ihn dran chainen, ihn für Kosten auf die Hand nehmen und einen Light Warrior oder Dragon Ritual Monster aus Deck oder Hand special. Das macht immer ganz schön viel. Ja. Ja. Ist in Ordnung. Willst du auch nehmen? Ich weiß nicht. Nur Resolution Avatar Target. Ja. Nee. Dann Sende für Kosten. Ja. Und dann das Deck ist 10 fein. Ja, 10 ist fein. Chain. Er kommt auf die Hand. Ja. Für Kosten. Ja. Ja, okay. Stoppen. Er kommt auf die Hand für Kosten. Und dann special der was. Ja. Alright. Heftig stehen. Ist okay. Das Omni negate. Der sagt, wenn du eine Inherent Special Summon machst, glaube ich, vom Extra Deck. Wenn du eine Inherent Special Summon machst, darf ich die negieren, das Monster zerstören und ihn auf die Hand geben. So ein Fenrir quasi. Genau. Okay, okay. Ja, dann zupft ihr auf dem Grave oder nur? Auf dem Grave, also alles, was eine Inherent Summon wäre. Nein, ich meine, wenn er im Grave ist. Nur auf dem Feld hat er den. Nur auf dem Feld, ja. Okay. Das ist fein.
Dann werde ich versuchen, in den Battlefield zu gehen. Ja. Und ich mit Dragon angreifen. Theoretisch müsste ich nur Mondspiegel und Monster 10 und einen abgeworfen haben. Effect Prayers. Dann würde ich Ritual Monster durch den Effekt von dir das Feld verlassen hat, darf ich sie banishen und dann Ritual Monster aus dem Deck specialen. Ja. So Super Ram meinst du? Der ist ja. Genau, das ist mein Ram. Spielt zu Oldschool. Weil der ist für Wohnen. Echt? Ja. Okay. Weißt du das nicht? Ich bin mit dem Master. Ja. Der war 2,50. Genau, ich würde die. Ich verschwöre den Test. Ja. Light Warrior. Okay, das war das. Ich bin bei Go. Ja. Und das nur, wenn du Law im Grave hast. Ja. Du meinst den, wo man verbannt und dann negiert der die... Red Target vorne auf einmal. Du meinst auch ja. Ich würde sagen, er spielt ja auch echt der Ochse. Das ist eine uralte Karte. Ja, weil früher war auch das die ja Summon drauf, schnell, würde ich gerne sagen. Da hast du einfach eine Face-Down gesetzt. Ja. Dann hast du Adlige aufgeschoben, verbannt. Dann würde ich versuchen, an die Endphase zu gehen. End of Main, Effekt, Target, ich würde sie gerne in den Stack mischen und dann Wolfless Voice, Monster, Adden oder Special. Ja, da kann ja, der war Omni, ne? Der wird zerstört auch. Main ja. Alright. Endphase? Ja. Dann Albion Effekt? Ja. 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 Alright. Bin ich? Keine Fantasia. Was denn? Ja. Auf der Hand hast du Branded Fusion und die andere weiß ich nicht, ne? Ich bin mir nicht 100% sicher. Also die Branded Fusion weiß, du hast die andere Karte, die in dem Zug geaddet hast, musst du mir das sagen. Aber nur wenn du sie in dem Zug geaddet hast. Ich bin mir nicht sicher. Dann ist okay, dann lass mich so. Ich glaube, ich habe Albion geaddet in dem Zug. Ja, den hast du dann das Deck und eine gezogen. Dann ist das ein random Draw, alles gut. Will ich für Turn ziehen? Ja. Also ganz schön. Ich hab gar nicht gespielt. Standby Main. Ja. Effekt Barrier zum Adden. Zum Adden von? Ja. In der Voice-to-Voice-Karte. Ja. Hätte ich mir Saphira? Ja. Effekt Saphira. Die kommt auf den Grave und dann? Edit, also dumpt ein Ritual Spell und edit dann ein Ritual Monster effektiv. Ja, okay. Ich hab den ganzen ja. Zeit so überlegt, spielen und ein oder zwei. Ja. Nommels haben voll noch Albers Effekt. Okay. Ja.
Albers muss sich, der muss sich selber einen eigenen Albers muss. Ja. Ja. Los. Ja. Und Dress nach dir surfen? Ja. Effekt Maximus. Das ist auch mein Effekt. Effekt, genau, ich bin stehen. Hä? Mein Name. Ja. Wie der hier mehr? Oder? Effekt Saphira. Ja. Um die Ritual zusammen zu machen. Effekt Skull Guardian. Dann passiert was. Der würde mir eine Voiceless Voice Karte der Ritual Mann zählen. Ja. Jetzt hat er 4-1, ne? Nee, der ist auf, die endlich mal auf die Hand. Ach so. Will ich in die Battleface gehen? Ja. Tag. Mainface 2. Ja. Set 1. Und dann bist du. Aber ist schön, dass du überhaupt nicht. Das ist irgendwas in Mainface. War das die Runde? Ich hab Ja, damit hast du den Albers auf die Hand gespecialt. Ja, ja. Okay, ja. Ja. Ich würde gerne in der Drawface. Satellian. Ja. Ist der MMA. Ja. Robert Sommer. Ja. Ja. Anscheinend, wenn du kein Target mehr hast, dann anscheinend, ja. Ich hab die. Okay. Ja, ich hab Punish. Aber die Lines sind schon schwer zu spielen. Das ist wirklich sehr schwer. Okay, jede Hand. Deine Gurke, die Biker ist random. Würde ich. Ich muss noch resten. Ja. Willst du anfangen? Ja, ich hab noch mal. Ja. Aber der Arm hat auch keinen Kopf.
Ja. Der kann sich nicht bauen. Ne? Nee. Willst du da Grundseffekt aktivieren? Ja. Auf deinen. Dann nehme ich 2,50. Das sind deine ersten 2,50. Ja. Dann geht der auf 5000 hoch, ne? Nur wenn er negiert. Nur wenn er negiert. Der ist jetzt bei. Der ist schon mal. Ja, das ist ein Game. Hast du schon abgehoben? Ja, ja. Okay. Auf ein gutes drittes. Florian, dein Gott, das wird aber wirklich warm. Licht blinkt oben wieder, oder? Wie bitte? Licht blinkt wieder oben, oder? Er muss nur einmal kommen, ne? Blinkt rot. Ja, okay. Du hast jetzt nicht gesagt, dass du fährst. Das ja, ja, sorry. Standby Main. Ja. Ich würde eine Barrier aktivieren. Ja. Fact Barrier. Ja. Add ich mir low. Yep. Irgendwas auf Res? Next one. Dann würde ich Prayer aktivieren. Für eine Ritual Summon. Chainlink 1, 2. Low benutzen. Ja, weil low ist immer volles Ritual Material. Ja, ja. Genau, 1 low, 2 Guardian. Ja, das Crackdown ist runtergegangen. Was hat die andere Set? Was hättest du jetzt gegen gewusst? Das war seine Spezialkarte. Die hat den Pegasus gedroht. Letzte Woche. Was krass. Bad City-Regel. Effekt low. Effekt Saphira. Da musst du mir mal was erklären. Der ist auf dem Feld, ein Spell Trap Negate, ein Spell Negate, legt sich dann in die Pendelzone. Aber noch Feld? Ja. Nicht in der Pendelzone. Genau. Der Pendel-Effekt ist egal. Der Pendel-Effekt ist in der Endphase, wo in der Pendel-Scale liegt, darf ich mir auf die Hand adden und mit Ritual Spell aus dem Deck adden. Okay. Effekt Saphira. Der da bringt dich um, der da vielleicht nicht. Effekt? Quatsch, sorry. Wer macht was? Wenn ein Karteneffekt oder eine Karte von dir aktiviert wird, darf ich den Kosten wieder auf die Hand bauen und dann aus dem Deck special. Ah ja. Achso, sorry. Night Warrior. Ja. Oder Dragon. Auch ihn, auch ihn. Hä? Genau, also ihn. Normal Sam Jaugen. Dann bist du. Ich muss nicht Effekt Jaugen, oder? Nee. Ja, sure. Stand by me. Ja. Spell Negate? Keine Special Summons? Omni Negate? Und du kannst nur, du kannst Lichtmonster auf dem Feld nicht wählen. Ich kann Lichtmonster auf dem Feld. Perfekt. Jedes Deck spielt. Jetzt auf 4-1. Ne? Ja. Und für dich, die sagt auch, du darfst nur Ritual Monster angreifen.
darf nur Mitchell-Monster. Ja. Jo. Es tut mir leid. GG. Hätte ich zweimal gebraucht. Ja.